Riesenerfolg für Bruno und Ulrich Fuchs. Sie sind jetzt stolze Besitzer des großen Staatsehrenpreises. Ihr Weingut Leo Fuchs im Moseldörfchen Pommern räumt regelmäßig die höchsten Auszeichnungen für seine Weine ab. Und deshalb gab es jetzt die ganz seltene Ehre vom Land Rheinland-Pfalz. TV Mittelrhein war bei der Preisverleihung in Trier mit dabei. Diese Urkunde ist die allerhöchste Auszeichnung überhaupt für einen Winzer aus Rheinland-Pfalz. Den normalen Staatsehrenpreis kriegen Güter nur dann, wenn sie sämtliche Kriterien der Landesprämierung erfüllen. Diesen großen Staatsehrenpreis gibt's für Betriebe, die 5x in 10 Jahren den normalen kassieren. Zu den wenigen Glücklichen zählt jetzt auch das Weingut Leo Fuchs aus dem Kreis Cochem-Zell. Und zwar als allererstes aus dem Landkreis. Der Staatsehrenpreis ist eine Betriebsleistung für die gesamte Anstellung der Summe aller im Prämierungsjahr angestellten Weine. Und die höchsten Punktzahlen erhalten einen Staatsehrenpreis. Und das ist eine reine Betriebsauszeichnung, nicht für einen einzelnen Wein, sondern das ganze Qualitätsstreben des Betriebes wird damit belohnt. Spitzenerzeugnisse sind sein Geschäft und die besondere Auszeichnung bei der rheinland-pfälzischen Wein- und Sektprämierung in Trier ist der Höhepunkt einer Erfolgsgeschichte. Belohnt hat das Land die Winzer Fuchs vom unteren Mosellauf unter anderem für bestmögliche Arbeit im Wingert und für schonende Behandlung ihres Leseguts. Das ist halt eben eine hervorragende Arbeit, die hier von der Familie geleistet wird. Hat auch hervorragende Lagen, Steillagen, dann selektive Lese, gute Verarbeitung dann. Und was ganz wichtig ist, da wird das mit Leib und Seele gemacht. Und das spiegelt sich dann auch im Produkt wieder. Ein neuer Weinstern strahlt über den Anbaugebieten Ahr, Mittelrhein, Mosel und Nahe. Leo Fuchs steht drauf und glänzen will der Stern auch künftig. Wir wollen wieder gewinnen und zwar Ziel ist, eine ganze Serie von guten Weinen zu produzieren, die alle mit Gold prämiert werden. Und Ziel ist es, eine ganz hohe Punktzahl zu erreichen, die uns dann wieder einen Staatsehrenpreis bescheren wird. Das Weingut Leo Fuchs aus Pommern an der Mosel sucht seinesgleichen, moselweit und landesweit. TV Mittelrhein sagt herzlichen Glückwunsch.